So, jetzt habe ich ein stilles Örtchen gefunden. Dann gucken wir uns mal den Roller ein bisschen an. Vorne klar, ein bisschen dreckig. Ich habe den bis jetzt auch nur ein einziges Mal gewaschen. Aber da gucken wir uns am besten mal die Gabel an. Wie sieht die Gabel aus? Einwandfrei. Die andere Seite. Gut, ich sag mal so, 1000 Kilometer sind ja nichts, gell? Sieht alles noch neu aus. Also auf jeden Fall mal neuwertig. Der Innenraum, das hier ist nur ein bisschen. Das ist weiße Farbe von meinen Schuhen. Da mache ich immer so mit so einem weißen Schwamm eine Lederpflege und die färbt ab, wenn der Schuh noch nicht ganz getrocknet ist. Deswegen sind keine Kratzer. Sind das hier Kratzer? Ja, ich glaube, das könnten Kratzer sein. Ja, ich glaube, die kannst du auch wegwischen. Der hat so an sich gar nichts. Also der sieht wirklich super aus. Fußrasten. Also wirklich neuwertig, Leute. Genau, wie sieht der Ständer aus? Der Ständer. Die sieht auch gut aus. Gar nicht so stark zerkratzt, wie ich gedacht habe. Wie sieht der Auspuff aus? Der Auspuff sieht auch noch einwandfrei aus. Da ist nichts. Hier sind Wasserflecken. Die kann man wegwischen. Aber wirklich, der Auspuff sieht wirklich super aus. Ich hatte mal ein Piaggio Energy mit 15. Da habe ich den nagelneu gehabt. Und keine Ahnung, nach 2, 3 Monaten war der Auspuff schon am Rosten. Aber sonst war der Roller richtig geil. Das war bis jetzt mein Lieblingsroller. So, hinten die Bremse auch einwandfrei. Wie sieht es hier vorne aus? Hier funktioniert auch noch alles. Also, kann man bedenkenlos kaufen, den Roller. Bis jetzt. 1000 Kilometer erst, sage ich euch. Aber gefällt mir richtig gut und er macht einen sehr, sehr guten Eindruck bis jetzt.